herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hofbergmann mit dem Tigerfarm. Hallo. Ich bin der Tigerfarm. So, ich verkaufe mal die Pferdestadt. Ja. So, nun haben wir keine Sämaschine mehr. Das Problem lösen wir aber anderweitig. Müssen wir erst zu dieser netten Dame. Und dir einen Pflug mieten. Und zwar den Lemken. Jo. Kostet 3000. Unser Plan ist jetzt folgender. Erzähl mal. Achso. Nee. Der Plan ist, der Plan ist, dass ich dir den großen Pflug, den Lemken, mit hochbringe. Ja. Wir dann zu zweit erstmal unser Feld pflügen. Das Stroh ist ja, glaube ich, gleich runter, oder? Ja, das mache ich gerade noch. Und dann uns zum Ansehen entweder noch einen Kredit aufnehmen, dass wir die größere Pferdestadt Rapid kaufen können. Mhm. Oder wir mieten uns die Sämaschine auf. Ja. Wobei ich dann eher wahrscheinlich sagen würde, komm, wir kaufen sie uns und nehmen halt 15.000 Kredit auf oder 10.000, je nachdem, was notwendig ist. Mhm. So, und an dieser Stelle auch, wenn euch das Projekt gefällt, lasst gerne mal einen Daumen nach oben da. Abo oder Kommentar. Und alles. Ja. Genau. Oh. So. Wow, so ein Ministück fehlt mir noch. Ja, das ist dann wurscht. Bevor ja, wir dann. Was ich machen wollte, ist mal bei den Schafen Achso, nee, viel Wolle haben wir nicht. Da ist mir eingefallen, wir haben ziemlich Blödsinn gemacht bei den Schafen. Ja. Wir haben von allen Schafen ein bisschen was gekauft und dadurch haben wir eine mega geringe Reproduktion oder eine sehr hohe eine geringe Reproduktion. Das heißt, wir brauchen sehr lange, bis wir neue Schafe kriegen. Mhm. Wir hätten eher von einer Sorte alles kaufen sollen. Mhm. Es hat mich gewundert, dass du das wolltest. Ja, ich wollte halt was zum Angucken haben. Im Nachhinein betrachtet ziemlich doof. So, kann ich den Pflug hier nicht wenden? Ist ja auch doof. Mit E, du musst den erst aufklappen. Okay. Ah, jetzt. Dann lass ich den Ladewagen hier stehen. Und dann komme ich. So. Ich fange mal an mit Vorgewende hier. Ist dein Pflug schon geholt? Ja, ich hab ihn schon dran. Der große steht auch noch, steht direkt hier am Feld. Ich sehe es, das ist so ein blaues Ungetüm. Ja. Dann fahren wir am besten immer Vorgewende. Ja, erstmal. Würde ich so vorschlagen. Dann kommen wir uns hier nicht gar nicht in die Sperre. Ah, und so einen kleinen Pflug hier pflügen. Ne? Ich hab einen größeren. Wie viel Geschwindigkeit hast du? Ich habe nur 12 km/h. Ich habe gerade erst ausgeklappt und auch 12. Okay, dann passt so. Ich glaube, alle Flüge haben 12. Bis auf Mods. Aber das haben wir nicht. So, das wird ziemlich langweilig heute. Aber da bleibt uns ein bisschen Zeit, auch über andere Sachen zu sprechen. Oh, hier ist auch noch eine Bahn. Ja, aber das passt schon. Zum Beispiel, warte, ich muss mal gerade reingucken. Heute ist die... Moment, dauert kurz ein Sekündchen. Kann man in meinen Uploadplan reinschauen. Müssen wir dann hier noch kalken? Stimmt, kalken müssen wir auch, glaube ich. Ich gucke. Ja, müssen wir. Und Kalkstreu haben wir auch nicht. Vielleicht lassen wir es erstmal für diese Ernte, fürs Kalken. Ja, stimmt, ist ja nur ein bisschen. So, wenn ich jetzt in meinen Uploadplan reinschaue. Und noch in die Folgen. Moment, lass mich mal gerade gucken. Habt ihr heute, glaube ich, genau,
im Real Farming Projekt das Ergebnis der Bürgermeisterwahl gesehen. Das war ein kleiner Schock, muss ich sagen. Also zumindest für einen der Kandidaten. Mhm. Ja, könnt ihr gerne mal reinschauen und schreiben, was ihr davon haltet. War schon ein bisschen eine Überraschung. Und auch vielleicht mal, ob ihr denkt, da müsst ihr allerdings noch ein paar Folgen vorher gucken, ob ihr denkt, ob der richtige Kandidat gewonnen hat. Das ist nämlich auch so eine Frage, ja. Also es waren ja 3, 4 Kandidaten zur Wahl gestanden. Mhm. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich im Nachhinein nochmal die Reden gehört habe, hätte ich eigentlich anders abgestimmt. Muss ich ganz ehrlich sagen. Echt? Mhm. Wie denn? Na, von der Rede her war eigentlich der Herr Reinhardt besser wie der... Nee, warte. Der Herr... Wer hat noch ab... Warte mal, der keine Stimme gekriegt hat, der war eigentlich von der Rede her besser. Ludwig. Genau. War das, glaube ich. Aber das ist mir erst nochmal im Nachhinein aufgefallen und da war die Abstimmung schon durch. Kannst du mal warten, dann können wir vielleicht einen Screenshot machen. Ja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Na, das würde aber das Thema der Folge widerspiegeln. Ja, ich glaube, wir werden heute nichts anderes tun als pflügen. Na komm, dann machen wir jetzt einen, wenn du wartest, machen wir einen Screenshot. Ja, ich fahre das Vorgewende fertig dann. Okay. Jetzt nicht. So. Oh Gott. Da haben wir uns was angetan hier. Mhm. Haben wir eigentlich Unkraut an? Das glaub, musst ja. du gucken. Stimmt. Also ich habe es glaube ich nicht ausgemacht. Ja, ist alles an. Dann ist das auch noch ein Problem. Ja. Wobei ich letzten am Montagabend einen Livestream gemacht habe auf der Karte hier. Da war auch Gerste drauf. Mhm. Und mit. Nein. Mit Unkraut habe ich da 52.000 Gerste rausgebracht. Okay. Und wie viel haben wir ohne Unkraut? Weiß ich gar nicht mehr, aber das meiner Meinung nach war es nicht so viel. Aber da war ja kein Unkraut. Ja eben. Aber wir haben nicht so viel rausgekriegt. Das ist ja das, was ich auch meine. Bei der Geraden. Ja. Wo ist hier eine Gerade? Würdest du den Pflug mal noch aufklappen? Oder hast du den? Meinst du so? Ja, also die komplette Breite nutzen. Ne, jetzt ist er zu. Jetzt ist er zu. Ja, jetzt geht er auf. Ne, jetzt geht er auf. So geht er auf. Ja. Mhm. Was ist das schon? Fahren wir noch ein Stück weiter. Ja, wie soll ich denn weiterfahren? Unsere Flüge kollidieren. Echt? Ja klar. Gehen ja in die gleiche Richtung. Echt? Stell dir vor. Siehst du da vorne die Gerade? Der, die oder das gerade Kurve? Alles. Es gibt keine gerade Kurve. Ich weiß. Jetzt bleib mal stehen. Warte. Ja. Moment, das. Das ist ein scheiß Winkel. Nö. Klar.
viel zu weit weg. Also ich mach mal dein Licht auch an, sieht besser aus. So. Richtig schick. So, dann geht's wieder aus. Okay, ich pace mal weiter. Also man sollte vielleicht auch das HUD davor einblenden. Was einblenden? Das HUD. Achso. So. Ich würde aber sagen, da wir hier sehr lange beschäftigt sind, werden wir euch nach der Folge einfach einen kleinen Cut machen. Das heißt, wir werden das Feld fertig pflügen, weil sonst sind wir hier ewig beschäftigt. Und drei Folgen lang pflügen ist, glaube ich, auch nicht so interessant. Es reicht, wenn es eine Dreiviertelfolge ist. Genau. Und wie gesagt, dann geht's in der nächsten Folge weiter mit, was wir eben so tun müssen, düngen und säen wahrscheinlich. Ja. Aber jetzt haben wir noch ein paar Minütchen. Noch nicht abschalten. Ich bin schon wieder auf B gekommen. Ist, glaube ich, wirklich den kleinsten Flug, den wir hier kriegen konnten. Ja. Ja, der zweitkleinste. Aber die Flüge brauchen auch echt viel PS. Das ist halt das Problem. Ja. Ist ja auch klar, wenn man ganz schön tief in den Boden geht damit. Genau. Dann braucht man auch PS. Ein Schosch. Geht viel einfacher. Ja, für dich vielleicht, aber mit meinem kleinen Flügchen hier nicht. Ach, das kleine Flügchen. Lass uns mal kein Vorgewende mehr fahren. Warum? Weil es geradeaus schneller ist, aus meiner Sicht. Mm-mm. Also ich fahre noch Vorgewende. Du kannst ja deine Bahn ziehen und ich fahre außen rum. Ja, ist ja auch doof. Da ist eine Mucke an. Aber was mir noch einfällt, ich muss mein eigenes Radio noch machen. Hab ich total vergessen. Tja. Jetzt natürlich nur Copyright Music. Mit ja, passt schon. Also mit NCS-Musik. Klappt ja hervorragend mit deinem Flug hier. Lässt überall was stehen. Das ist alles Illusion. Sieht aber bei mir nicht so aus. So. Ah ja. Was bist du denn? Ich warte, bis du gekommen bist, dann mache ich hier den Cut nach unten. Warum? Dass du dann nicht immer die Kurve fahren musst.
kleine Ecke hier abtrennen. Die Tiefschürfarm ist weg, warum auch immer. Es hat ja gut geklappt. Naja. Hallo. Jetzt bist du wieder da. Hat gewundert. Nee. Bist plötzlich vom Server geflogen. Warum auch Ime? Hörst du mich noch? Hallo? Nee, technische Probleme. So, das funktioniert. Funktioniert Discord auch wieder? Gefahren. Jetzt, hallo. Hallo? Ja. Wollen Sie schon senden? Nö, nee, funktioniert nachher hier jetzt nochmal. Ein, zwei Minuten noch. Oh Gott. Warum auch immer der jetzt den Flug gefehlt hat. Das kann ich dir auch nicht verraten. Nee, da war der doch richtig von Malen. Ja, ja. So, Leutchen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Heute war natürlich nicht so viel Action angesagt. Und auch nicht so viel Informatives. Heute einfach mal Feldvorbereitung im Akkord. Da wird man noch ein paar Stündchen damit beschäftigt sein. Ja. Und ja, schaut gerne morgen 19 Uhr wieder rein oder auch schon um 14 Uhr bei der Folge RP-Projekt Real Farming meets LS19 meets Reality. So. LS meets Reality. Und ja, bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao. Ciao.